Erster Versuch ist fehlgeschlagen. Heute ist Tag 3. Er ist noch nicht da. Ich bin jetzt nicht mehr ganz im Bild. Morgen ist der Tag. So sieht's aus. Ja! Junge, wir müssen los! Schnell zu unserer Uber! Schnell! Vorne in der Kreuzung! Leute, wir haben vor der Reise eine Recherche gemacht. Und zwar, wo Arnold leben könnte in L.A. Er ist ja auch nicht immer jedes Mal da. Da kam irgendwie raus West Hollywood oder so. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie zu genaue Details verraten, weil ich respektiere alles. Aber trotzdem möchte ich wissen, wie man ihn treffen kann. Deshalb suchen wir und recherchieren natürlich auch währenddessen die ganze Zeit im Internet. Wo kann man Arnold finden und versuchen, da Informationen rauszufinden. Wir müssen halt schauen, wo er jetzt halt trainiert. Also gehen wir jetzt mal ein. Trainiert Arnold Schwarzenegger. Das Gold's Gym im kalifornischen Venice Beach nahe Los Angeles gilt als das Mekka des Bodybuilding. Natürlich vor allem deswegen, weil Arnold Schwarzenegger 72 Terminator dort seit den späten 60er Jahren regelmäßig seine Muskeln stellt. Wir müssen mal nachschauen, was wir jetzt machen. Wollen wir mal nachschauen, wie lange wir von hier aus brauchen? Also Niklas, ich denke, wir müssen genau da hinfahren, um ihn halt zu treffen. Die Frage ist nur, wann? Denkst du, man kann auch googeln, wann? Wann trainiert Arnold Schwarzenegger im Gold's Gym Venice? Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das mal gesucht hat, weil... Ah, da! Er fährt 12 Meilen zu Gold's Gym Venice und es sollte ungefähr stimmen, wenn er von West Hollywood kommen sollte. 12 Meilen. Und er fährt mit einem Elektrofahrrad. Jetzt müssen wir nachschauen, wann es stattfinden soll. Ich habe manche Leute gefragt, wo er trainiert. Und dann haben die halt so gesagt, wenn er trainieren geht, dann eigentlich meistens so in der Früh. Also viele haben gesagt, so 5 Uhr oder so. Kann man überhaupt um 5 Uhr aufstehen? Ich weiß nicht. Also wenn wir wirklich treffen wollen, dann müssten wir das natürlich auch machen. Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall genug recherchiert. Wir fetzen jetzt einfach mal ins Gold's Gym Venice und checken mal ab und fragen auch die Leute vor Ort. Vielleicht ist er jetzt ja gerade da. Deshalb lassen wir mal ganz kurz nachschauen, wo er sein könnte, beziehungsweise wann er trainiert. Fragen wir mal ein paar Leute. Let's go. Da vorne ist der Jared, der ist einer der Manager. Mal schauen, ob er kurz Zeit hat. Hey, Jared. You're one of the managers, right? I am, yeah. Hi, Johnny, hi. How you doing? You're Jared. Jared, yeah. Jared, yeah. I want to ask you a question. Sure. Just very short. Yeah. At which time usually comes Arnold around to Gold's Gym Venice? Yeah. To the Mecca here. the thing about Arnold, he's a grown man. He kind of comes whenever he wants, you know? Okay. He's accomplished everything in life. He's free all day. He comes whenever he wants. So in order to see him, you have to be here. Okay, good. You have to be here the whole day. So we're going to come at 5 a.m. and stay till midnight. That's a good thing. He'll probably be here as long as he's in town. So okay. He's a busy guy, does a lot of stuff. So. Okay, yeah. Arnold. Daddy Arnold has things to do in life. Yeah. Like everybody. Das hier ist der Julian. Wie lange wohnst du jetzt schon hier? 3 Jahre, würde ich sagen. Und arbeitest hier? Fast 2 Jahre, 1,5 Jahre. Also ein Gold's Gym, nice. Ja. Eine Frage nicht, war Arnold schon heute da? Heute war er schon da. Der kam so um 9 oder sowas. Ja, okay. Und wann weiß ich, dass er da ist? Also wie kann man das merken? Also ich darf es nicht sagen, das ist ein guter Tipp. Wenn da Fahrräder stehen, weil es der Einzige, der erlaubt ist, Fahrräder hinstellen hier in die Seite, dann ist er da. Fahrräder hier? Ja. Da. Und wenn es da ist, dann weiß man, dass er da ist. Und dann pumpt er? Ja. Okay. Ja, jeden Tag. Und wie lange ungefähr? Ich würde sagen, so 3-4 Stunden. Okay, ja. Also ein gutes, intensives High-Intensity. Governator Workout. Ja gut, dann starten wir mal ein bisschen unser Workout rein und müssen dann mal schauen, wie wir die nächsten Tage dann zur Verfügung sind. Ne? Also am besten so früh wie möglich kommen, den ganzen Tag bleiben und wenn der Fahrrad da ist, trainiert er dann hier drin? Nee, meistens trainiert er eigentlich draußen, würde ich sagen. Wenn es regnet, kommt er rein, aber wenn es kein Regen ist, ist er draußen. Wenn es schneit, regnet es auch draußen. Es hagelt. Ja. Aber es regnet ja nicht so oft. Wir sind in Kalifornien, wir sind hier schön grau heute. I did a competition like 1.5 years ago. Okay. And now I want to go to the next step, like going to the dark side, you can say. Okay, I understand. Yeah. Good structure. Everything's there. You're not missing any body part, which is the biggest thing. But the thing we're gonna try to remember is always try to keep this nice and tight. Don't let it get any bigger than what it is. Personally, I like a person with a lot more upper pec than you have. You don't have enough. You have good lower and center, but hardly any upper. Yeah. And look at your front delt. Front delt is almost non-existent. You got good medial and good rear, but a little bit more of that front delt. I tried to do more side and back, like the back delt, yeah, because the front was so strong before. Well, now you know overpowered it, so you need to start
going back toward the front a little bit more. Okay. Now, do a last spread again. Last spread forward? Yeah, last spread. Lats are not bad, but you still can pull it down just a little bit more. It's just doing certain exercises. It's going to help you pull it down even more. My it's good. Arms down? No, your lats. They got to go down. Because your lats insert from down here. Yeah. But see, yours is cut short. It's up here a little bit more. Yeah. So turn. Back is no problem. You got everything you need in back right now. Back is nice and thick. Everything shows up. Personally, I like to have a little bit more of that rear trap going and a little medial trap right here. Yeah. But rear delt's nice. Okay? Thank you. So, just keep that going. Legs are good, everything's good. Das war Charles. Er ist ein richtig krasser Mann, hat alles erlebt, so gesagt, im Bodybuilding und trainiert heutzutage auch noch sehr, sehr viele Leute. Crazy. Danke, Charles. Thank you. Was machst du hier, warum wir so früh wach sind? Leute, wir sind so früh wach, weil uns die Information gegeben wurde, dass er immer ganz früh trainiert. Und deshalb machen wir jetzt uns auf den Weg ins Gold Gym Venice. 35. Wir sind angekommen, ich habe mir Energy reingepfiffen, einfach weil es ja voll Schiene gibt. Und jetzt schauen wir mal, was hier alles am Start ist. Let's go. Wir sind draußen. Erster Versuch ist fehlgeschlagen. Also, erster Versuch. Zeitlich gesehen fehlgeschlagen. Vorerst erster Versuch. Mal schauen, ob er überhaupt heute kommt. Vielleicht hat er auch Rest Day. Ist ja lustig, wenn er Rest Day hätte. Aber apropos Leute, es gibt eine ungeschriebene Regel, die besagt, man darf ihn erst nach dem Training ansprechen. Und das werde ich natürlich auch respektieren. Kennt ihr meine TikToks und Reads vielleicht? Und ich bin ein bisschen hier und da, sag ich mal, ein bisschen Entertainment-mäßig unterwegs. Aber so in Person bin ich ganz ruhig und so weiter. Und ich werde mich einfach nur bei ihm, was mein Ziel ist, persönlich bedanken. Dafür für die Motivation, die er mir gibt und wie ich mich selber motivieren kann seither. Und das ist einen großen Unterschied gemacht hat, seitdem er so in meinem Kraftsportleben, sag ich mal, da ist. Das ist einfach als Inspiration für mich sehr, sehr großen Impact. Deshalb hoffentlich treffen wir ihn und sagen es ihm persönlich Dankeschön. Ich gebe mir mal ein Boosterchen, Leute, hier. Crank Pump Pro. Was ich sagen wollte, wir werden jetzt hier kein Training filmen, vielleicht mit Handy höchstens, aber mal schauen, wie wir es so mit reinnehmen, weil man darf auf der Trainingsfläche eigentlich nicht filmen. Deshalb lassen wir das natürlich und sind jetzt hier gerade in einer ganz eingezäunten Ecke. Und schauen wir mal, ob heute der Tag der Tage ist. Sonst seht ihr den Vlog an einem anderen Tag. So, zweiter Versuch, jetzt geht's los. Welcome at Gold's Gym, Venice Beach. Wir sind jetzt hier und heute ist Tag 3. Er ist noch nicht da. Ich bin jetzt nicht mehr ganz. Das ist natürlich auch eine Frage des Glückes natürlich. Wir gehen jetzt erstmal rein, holen uns Energy und dann geht es ab ins Training. Heute wird drüben trainiert. Jetzt dürfen wir auch hier drin drehen, Leute, in den nächsten paar Tagen. Und danke nochmal, Gold's Gym bzw. RC Group, dass ihr uns das möglich habt, dass wir drehen können. Wir werden hier auf jeden Fall keinen Scheiß machen. Ich habe ja ein Beintraining gemacht, Leute, mit dem Eric, Yannick Fitness. Meine Beine sind so im Sack. Er trainiert anders als andere Leute, also mit viel weniger Gewicht, aber mit krasser Hypertrophie. Ja, ich glaube, das sind, keine Ahnung, so 80 Kilo, 90. Das Lustige ist, ich bin ja nicht mehr richtig warm. Das Video heißt jetzt, ich max den Gold Gym aus. Leute, er war gerade hier. Wir haben ihn gerade gesehen und natürlich darf man ihn nicht filmen, wenn man jetzt vom Weiten filmt, das darf man nicht. Man darf ihn nach dem Training ansprechen. Wir haben gesehen, dass ein Bodybuilder mit ihm ein bisschen sogar Posing geübt hat. Da wollte ich jetzt natürlich jetzt gerade nicht stören, weil ich dachte, er bleibt vielleicht ein bisschen länger. Aber die Chancen sind gut, dass er morgen nochmal kommt. Und dann kommt morgen safe nochmal und dann ist alles safe. So sieht's aus, Leute. Morgen ist der Tag. So sieht's aus. Ja. Niklas hat gesagt, er hat ein richtig gutes Gefühl gestern, dass er heute kommt. Einmal war er da. Ich habe gerudert, die 150er, habe richtig komplett rausgeballert. Die Zughilfe ist gerissen links und dann wollte ich eigentlich nochmal. Ich habe nach einer anderen Zughilfe gesucht, eine längere, damit ich festhalten kann, weil ich habe bestimmt mehr als 4 Reps drinne gehabt. Easy. Aber ich hatte gar keinen Griff mehr. Dann sagt Niklas, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich drehe mich dann auf einmal nach links. Dann sehe ich ihn durch die Fensterscheiben und ich habe komplett Gänsehaut auf den ganzen Körper bekommen. Ich so, oh mein Gott, ich bekomme hier schon ein bisschen Gänsehaut, bekomme jetzt wieder, nur ich muss daran denken. Crazy. Man kann sagen, ich vergötte Arnold. Ich vergötte Arnold, der ist ein geiler Typ. Und zwar habe ich ein kompletter Gänsehaut-Moment und dann sind wir halt rausgegangen und haben dann einfach gesagt, jetzt trainieren wir draußen und dann ist er leider gefahren. Aber wir sind der ganzen Sache ein Stück näher und morgen, Leute, ist wahrscheinlich soweit. Wir haben recherchiert, wir haben uns informiert. Wir wissen jetzt genau Bescheid, wann er kommt, wie er kommt. Also Uhrzeiten werde ich jetzt nicht verraten, damit er noch seine Privatsphäre hat. Liebe Grüße an dieser Stelle. Aber er ist am Start. Er ist gerade da.
Das kommt da, Alter. Richtig krass. Und deshalb müssen wir heute die Chance ergreifen und ihn ansprechen. Wie gesagt, erst einmal, Leute, nach dem Training, aber auch nur ganz kurz Zeit hat man. Egal, let's go. Er ist nicht da. Wo ist er? Nee, was machen wir jetzt? Die einzige Sache, die wir machen können, ist, wenn wir gesagt abwarten und schauen, wann er kommt. Have a good day. Come on. Leute, wir müssen jetzt ganz schnell los ins Ghost Gym. Warum? Weil im Ghost Gym der Arnold ist, weil ich habe ein Video bekommen. Johnny here is in the gym right now, the Lord of Pump. That's my father. Wir müssen jetzt die Sachen packen und sofort los. Scheiße. Junge, wir müssen los. Schnell zu unserer Uber. Schnell. Vorne in der Kreuzung. Und wie ihr sehen könnt, habe ich dann doch Arnold Schwarzenegger getroffen. Und es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass er sich die Zeit dafür genommen hat, ein Foto mit mir zu machen. Leider konnte ich ihm keine Frage stellen oder mich bei ihm bedanken dafür, dass er mich durch schwierige Zeiten geholfen hat und dass er mich immer motiviert, immer weiterhin Gas zu geben. Aber ich habe trotzdem ein Glücksgefühl von einer anderen Welt gehabt und mein Nummer 1 Check von meiner Bucketlist ist auf jeden Fall abgehakt.